Ein Experiment, dem man innovativen Charakter zuschreiben kann in diesem Film, ist die Arbeit mit verschiedenen Formen von Animation. Da geht natürlich die Herausforderung von aus, das Ganze irgendwie zusammenzuhalten und trotz der Vielstimmigkeit einen, sagen wir mal, flüssigen, letzten Endes auch als Genrefilm wahrnehmbaren Film herzustellen. Aber die Möglichkeit, mit verschiedenen Animationsexperten oder Trickfilmzeichnerinnen oder wie man diesen Beruf nennen möchte, zusammenzuarbeiten, hat natürlich dazu geführt, dass Tim Lieber am Ende eine ganze Menge unterschiedlicher Stilrichtungen und unterschiedlicher Herangehensweise kombinieren konnte. Und das ist zum Beispiel eine 2D-Animation, die man mit After Effects machen kann, die eher grafischen Charakter hat. Oder es ist eine 3D-Animation, die mit 2D-Animationen kombiniert wird, so wie in der Schlussszene von dem Film. Oder es sind einfache Objekte, die separat aufgenommen wurden und dann animiert wurden. Oder es sind die vielen Veränderungen, die wir mit dieser Vicecam, also der Kamera, die 2000 Bilder pro Sekunde aufnehmen kann, also auf der Zeitachse vorgenommen haben. Ich finde, L-Gerät klingt gut. Diese Filmeinstellung zeigt die beiden Maturana-Zwillinge, dargestellt von Peter Lohmeier, in ihrem Garagenlabor. Wie erklären wir Morphokraft, was es misst? Hier wurden zwei zeitversetzte Aufnahmen des Schauspielers im Compositing zusammengefügt. Der Hafenblick aus dem Fenster entstand durch eine weitere klassische Compositing-Technik, das Bluescreen-Keying. Der Bildschirm wurde um eine animierte Grafik ergänzt. Die Flexibilität der Welt, innen und außen, es misst nicht nur, was ist, Digga. Es misst, was geht. Wir haben vor Grün das ganze Drehbuch gesprochen. Wir hatten also auch alle Texte, die im Rahmen dieses Projekts entstanden waren, bereits gesprochen und in einer gewissen Weise gespielt. Auch hier ergaben sich verschiedene Möglichkeiten, jetzt damit weiterzuarbeiten. Nikita Neufeld. Zum einen konnten diese Gesichter in den Blasen auftauchen, spätestens ab dem Moment, in dem die Blasen sich in dem Film vervielfältigt haben. Und zweitens konnten diese Gesichter auch auf Puppen, sogenannten Psychomarionetten, auftauchen, mit denen die kollektiven Erzähler arbeiten. Denn so sehr man die Welt auch kompliziert und in ihren verschiedenen Layers in eine Geschichte einfließen lässt, so sehr ist natürlich auch klar, dass wir in gewisser Weise bei Narration, na, zumindest von der Gewöhnung her, an Objekte oder auch Personen und letzten Endes Figuren, das müssen aber nicht Figuren sein, gewöhnt sind, die über Grenzen gehen, die für uns Grenzüberschreitungen vollziehen und dann entdecken, auf der anderen Seite dieser Grenze sieht die Welt ein bisschen anders aus. Und das sind Kernbewegungen, na, ich möchte nicht sagen Kernbewegungen, aber es sind elementare Vorgänge des Erzählens. Also denken auch die kollektiven Erzähler darüber nach, welche Art von Schauspiel brauchen wir eigentlich? Und kommen bei einer Konzeption an, mit diesen Psychomarionetten die Geschichte weiterzuentwickeln. Und auf diesen Psychomarionetten sitzen nun wieder die sprechenden Köpfe drauf, die uns die Darsteller bei der audiovisuellen Projektentwicklung geschenkt haben. Du, Nikita, ich habe vielleicht nur wenig Zeit und wollte es dir schon lange sagen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und auch hier ist die Möglichkeit entstanden, zu zeigen, dass das Prozesse sind. Wie sehr animiert man, wie wichtig ist Glaubwürdigkeit, wie sehr steht Glaubwürdigkeit in Verbindung zur Groteske von Kasperle-Figuren. Das sieht man an zwei verschiedenen Arten. Es gibt eine 2D-Animation, da sind die Gesichter mehr oder minder schräg und so beweglich auf die Puppen drauf projiziert. Und es gibt eine aufwendigere 3D-Animation, in der die Köpfe sozusagen nachgebaut wurden. Aber wichtig ist, dass diese Dinge koexistieren, dass man sich vorstellen kann, da gab es einen Test, da gab es Erfahrungen und dann hat sich eine bestimmte Form von Psychomarionette als eben besonders sinnvoll für den Prozess des kollektiven Erzählens herausgestellt. Du, Nikita,
Hab vielleicht nur wenig Zeit und wollte es dir schon lange sagen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Du bist so lieb. Die Story der kollektiven Erzähler soll so stark werden, dass sie die Wirklichkeit entscheidend beeinflusst.